Direkt auf 2. Jawohl, das läuft ja wie geschnitten hier. Wunderbar, wunderbärchen. Okay. Deine Lieblingsband? 6 Minuten. Go. Wie geht es Ihnen? Wunderbar. Wenn ich mit der Presse reden darf, geht's mir immer wunderbar. Ich grüße alle meine Fans. Hallo. Wie geht ihr mit diesem großen Erfolg um? Ah, den genießen wir in vollen Zügen und kaufen uns herrliche Luxusgüter und fahren mit schnellen Autos hin und her. Aha. Was die Leute wissen wollen. Was bedeutet euer ulkiger Name? Ich kann überhaupt kein Englisch, aber glaube, das heißt irgendwas mit Liebe und mit Babypinguin und Zuckerwatte. Alles klar. Wenn eure Band ein Tier wäre, welches wäre das? Ich liebe es, wenn ich auf meine lockigen braunen Haare angesprochen werde. Deswegen sage ich mal ein braunes Schaf. Gut. Oder mal eine andere Frage. Rauchst du gerne, Steffi? Ja, ich liebe es, im blauen Dunst zu schwelgen. Na gut. Campino hat gesagt, er könnte sich nichts Schöneres vorstellen, als gemeinsam mit den Lockers in Love aufzutreten. Was haltet ihr davon? Ah, Campino, ein Mann, der sich nach einem Bonbon benannt hat, der soll erstmal Süßigkeiten vorbeischicken, die lutschen und fressen wir dann alle auf. Und dann können wir noch mal reden. Grüße nach Düsseldorf. Das werden wir ihm ausrichten. Steffi, warum malst du eigentlich keine Autos? Ja, ich fange mal an, ein Auto zu malen und dann wird doch wieder ein Tier raus oder eine Unterwasserlandschaft oder eine Sonne oder eine Blume. Das male ich einfach noch lieber. Ich weiß ja, du zeichnest schon länger für die Band. Ist das beim neuen Album auch so? Ja klar, beim neuen Album habe ich mir wieder ganz besonders viel Mühe gegeben und den Pinsel geschwungen und alles mit Farbe voll gekleckert. Nur für unsere Fans. Was erhoffst du dir davon? Ah, ich möchte natürlich auf der Straße erkannt werden und geknutscht und geknuddelt werden und Autogramme geben und da richtig das Bad in der Menge wagen mit all meinen Fans. Das hört sich gut an. Björn, eine Frage an dich. Wann treffen Menschen was für Entscheidungen? Ja, also mir fallen oft Sachen auf dem Klo ein oder morgens unter der Dusche oder manchmal auch im Bett. Und da treffe ich dann auch die Entscheidung, welches Lied ich als nächstes schreiben möchte und um welches Thema es geht, ob es gesellschaftskritisch ist. Okay. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Also ich glaube, dass ich in 10 Jahren immer noch Musik machen werde, weil ich unseren Fans einfach was zurückgeben möchte für die ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Da werde ich auch in 10 Jahren noch rocken und durch die Lande reisen und meine Lieder singen für alles für unsere Fans. Zum Abschluss, habt ihr noch Worte an die Fans? Ja, ich grüße alle unsere Fans und möchte denen sagen, dass ich sie ganz doll lieb habe. Und wir machen das alles nur für euch. Kauft unser neues Album mit den vielen schönen Liedern. Da sind jetzt richtig viele Hits drauf zum Tanzen und Feiern und Schmusen und Ablachen. Tschüss. Tschüss.